Joel, komm mal her! Joel, komm mal her! Jetzt sag mir nicht, du kommst die Treppe nicht hoch. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Wir kämpfen doch schon bereits. Klinge von Winterfeste kannst du für mich tragen. Das kannst du für mich tragen. Das kannst du für mich tragen. Das auch. Bella-Statue, die ich alles gerade behalten werde. Das kannst du tragen. Ballenklaue. Ich hatte zwei schwarze Seelensteine, okay. Na, jetzt sind sie ja voll. Alles klar, gehen wir. Dann gehen wir. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Irrlichtmütter. Ja, böse, böse, böse Irrlichter. Bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Aber an euch kann ich einfach so. Ich hasse diese Dinger. Darf ich meinen Pfeil zurückhaben? Jetzt bin ich aber traurig. Ich habe nur so wenige Pfeile, nur 482. Pfeil! Gut gemacht, Pfeil. Illusion. Kettenblitz. Moment, Pfeil wieder mitnehmen, checken. Nicht einfach so ignorieren, liegen lassen und behaupten, du hättest sie nicht gesehen. Wow, Blizzard! Blizzard ist böse. OP! Man kann es auch übertreiben, Befester! Magier 2P, Bella Nerf. Der die Gegner Arkais vor dessen Macht über Leben und Tod schützt. Schande über Arkai und sein. Wie Schande über Arkai. Ich geb euch gleich Schande. Anscheinend. Na, du bist ja eh so ein ekelhafter, ne? Jetzt muss ich nur treffen. Los, Mobbing! 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 Er ist tot, gut. Rache, was kommt doch mit seinem Blizzard an? Zitze. Oder nicht mal was Schönes dabei.
bei. Wo ist denn die andere Tante, die da unten war? Weg. Wie weit bist du denn hier reingeflutscht? Alter. Schwarzer Seelenstein. Oh, die wiegen doch immer so viel. Larina. Knochenhände. Ziegenbeine. Pantheas Flöte. Yay. Spielerei. Nein. Ja. So, und das alles für... Ja, immerhin hast du ja Erfahrungspunkte bekommen, Tron. Jetzt wieder zum einen Moment mal. Als ich noch jung war, ja, schön für dich, Klappe, Miol. Da oben? Mein Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippen. Wie gesagt, schön für dich. Ich habe schon Klippenläufer vor dir gejagt, bevor es cool war. Und dann wurden sie meine Freunde. Mehr oder weniger. Aber Tschakka, wie kannst du Klippenläufer mögen? Die sind das pure Böse. Sie sind falsch verstanden. Sie sind nicht böse. Das war jetzt böse. Ich meine, vor ihm ist sein Skelettkollege einfach so getötet worden und der interessiert das nicht. Das ist böse, Leute. Wenn euch eure Freundin Scheiß interessieren. Das ist auch böse. Wenn jemand offensichtlich im Blick hat, aber der Pfeil meint, ich werde einfach mal hier so versenkt, obwohl du da hinziehst. Nein, ich gehe nach unten, weil wegen Schwerkraft. Hey, noch ein Seelenstein. Der Exodus. Schön für dich. Und die dunkelste Dunkelheit! Fühle dich verbrannt! Ich geb dir gleich mal Dunkelheit. Ja. Das habe ich gesehen, Chicken. Die ist gemein versteckt. Naja, jetzt nicht so gemein wie andere Dinge gemein sind. Ja. Gehst du auf? Er möchte nicht aufgehen. So,
21 Gold. Ja, sind mir zwar... Wie viel kosten die Triche? 2. Aber das ist der Verkaufswert, oder? Ach, egal, geh mir raus hier. Nimm... Mjoll! Raus hier! Tja, Chick, wärst du mal früher eingebogen. Was heißt hier tja? Ich wollte euch nur testen. Blizzard. Das könnte auch blaue Kotze sein. Das hat sich aber ziemlich übergeben. Ja. Ne, Isabel. Kiesel! Lass uns weiterfahren. Denn du bist mein Auto. Ja. Das bist du. Bist du ein Hawker? Was machst du hier oben? Ich glaube, du hast dich ein bisschen verlaufen. Kann das sein? Ach, Typi, jetzt hält doch nicht an Kiesels Pferdehintern. Kiesel ist heute ziemlich gefragt. Sehe ich schon. Frostfluss leuchtet. Nein! Noch ein totes Pferd. Guck nicht den Kiesel. Pferdchen. Moment, Pferdefell kann man doch eigentlich auch zu Leder verarbeiten. Geräteschuppen. Ja, und für das wenige Zeug... Na gut, für die... Das Gold ist ja noch verständlich, aber für das wenige Zeug muss das extra abgeschlossen werden. Aber hat man auch nicht überall so ein... Pferde... Nein, nicht Pferde... Geräteschuppen. Pferdchen! Lass mich dich in deinen Stall zurückbringen. Fuß, runter! Pferdchen zu schwer. Klopf, klopf! Jemand zu Hause? Nein? Gut, ich komme trotzdem rein. Oh! Das sieht aus, als hätte hier eine mega Party stattgefunden. Eine mega Party! Und ich war nicht eingeladen! Ich war nie eine Söldnerin und habe meine Dienste nie verkauft. Ich war immer für mich selbst auf Abenteuerreise. Ich war nicht eingeladen, Mjoll. Das ist jetzt das Schockierendere. Vergiss deine Abenteuerreise. Hier hat eine fette Party stattgefunden. Ich war nicht eingeladen. Naja, aber ich würde sagen, den Tatort werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession uns angucken, untersuchen und wer auch immer das war. Ihm gehöre ich die Meinung sagen. Ich meine, was fällt dir ein, mir einfach nicht einzuladen bei so einer blutigen Veranstaltung? Na gut, ich bin zwar hier in Skyrim kein Vampir mehr, aber hey,
Es geht ums Prinzip. Also bis dann, ciao.